Was ist da original? Schaut euch mal diesen Pullover an. Abgesehen davon, dass es diesen Pullover überhaupt nicht gibt. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es ist soweit. Wie viele Kommentare musste ich lesen? Lieber Maximilian, reagier doch mal auf das neue Video von Lion. Hast du das neue Video von Lion schon gesehen? Kennst du schon die Vierer-Kombi von Lion? Weißt du eigentlich, wie man Lion richtig ausspricht? Nein, bis heute absolut keine Ahnung, ob der Leon oder Lion heißt. Vielleicht mal um Aufklärung in den Kommentaren. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ich habe mir gedacht, ja, soll ich darauf reagieren? Es geht um Fakes. Ich hatte selbst Fakes in meinem Kleiderkasten. Vielleicht sollte ich ein bisschen die Goschen halten, wie man in Österreich sagt. Vielleicht sollte ich etwas kleinlauter werden, aber es nutzt nichts. Ihr wollt es sehen, ihr wollt die Reaktionen auf Fake sehen und ihr wollt natürlich auch, nennen wir es beim Namen, meine Ausraster sehen. Und wer wäre ich, wenn ich euch diesen Wunsch verwehren würde? Das klingt ja wunderschön. Natürlich. Liebe Freunde, ihr wollt es sehen. Hier ist meine Reaction auf das neue Video von Lion oder Leon. Wir werden uns das gemeinsam ansehen. Aber vorher, ihr wisst ganz genau Bescheid. Ihr sitzt genauso auf Nadel wie ich. Die dritte Kollektion sitzt in den Startlöchern und es wird immer ernster, bis das Ganze online geht. Erste und zweite Kollektion, beide ausverkauft innerhalb kürzester Zeit und natürlich wird auch die dritte schnell vergriffen sein. An dieser Stelle nur kurz, dann ist der Plug vorbei. Liebe Freunde, wer von euch ist gespannt und wer von euch wird sich auf jeden Fall die dritte Kollektion holen, weil er entweder schon alles zu Hause hat oder noch gar nichts zu Hause hat und dieses Mal nicht der Letzte sein möchte. Danke für die E-Mail, der etwas bekommt. Gut, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, wir starten direkt hinein mit diesem Video. Ich habe es hier schon... Fangt schon mal gut an, wenn der Laptop nicht funktioniert. Bist du behindert? Wir geben das hier oben mal ein, wir drücken auf Enter und hier ist er. Und das erste Video, das wir sehen, wie viel ist dein Outfit wert? Yeezy Vierer Collabo. Yeezy, Louis Vuitton, Supreme, Off-White. Alles in einer Collabo. Wäre mir neu, hätte ich noch nichts davon gehört, aber ich will ja nicht vorschnell urteilen. Wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an, was ist hier nur los. Zeig mal ein bisschen Kamera, Balenciaga T-Shirt. Zeig mal, mach mal ein bisschen so in die Kamera. Gucci Hemd. Zeig mal deine Schuhe, Digga, was sind das für Schuhe? Oh mein Gott, was sind das? Okay, 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 okay. Runterkommen, runterkommen. Wir starten, wenn dieses Intro vorbei ist. Los geht's. Und ja, Leute, ich werde diesen Samstag in Berlin sein, auf dem Alexanderplatz um 16 Uhr. Blende ich nochmal hier ein. Trefft den Lion am Alexanderplatz. Was geht ab? Weil natürlich schaut die Maximilian Army dort auch vorbei. Vielen lieben Dank, dass du uns immer so gute Videos zum Reacten bescherst. Wir geben einiges zurück. Wir sind vor Ort und unterstützen dich in Berlin. Außerdem bei Instagram, dort gebe ich nochmal ganz genau. Ja gut, genug mit Plagen. Wir schauen zum ersten, Heini. Die Squad Cap, egal. Balenciaga. Eine von den ersten Modellen, die so richtig gerockt wurden. Also die habe ich sehr, sehr oft gesehen. Die haben wirklich viele und die sind auf alle Fälle fresh. Auch heute, finde ich, kann man die auf jeden Fall noch anziehen und immer wieder mal gut kombinieren. Also gefallen auch mir sehr, sehr gut. Balenciaga Arena, die kosten ungefähr 400 Euro. Sind die bequem so? Ja. Mir wurde mal gesagt, so die ersten zwei, drei Wochen sind die extrem unbequem. Geht klar. Das ist eigentlich okay. Ja, okay. Nice. Deine Hose? D-Squad. Ja, sieht man auch gleich, finde ich, an dem Material, an deinem Muster. Übrigens, weil wir von D-Squad reden, mein Brudi, Jonah Plank, der hat mir ebenfalls eine Hose dagelassen. Er hatte eine Jeansmarke, die ist richtig nice. Ich blende hier jetzt nochmal ein Insta-Foto ein mit dieser Hose, die ich gerockt habe. Die ist aus dem gleichen Jeansstoff wie D-Squad gemacht. Also richtig feine Hose, passt sich an deinen Körperbau an, finde ich richtig nice. Also Freunde, schaut auf jeden Fall vorbei. White Travel heißt die Marke, ihr wisst, supporten und richtig nice Jeans ausfassen. Hose, die kostet 530. Das ist das neue Modell, ne? Ja. Mit dem 32-Schloss oder so. 530 Euro, brauchst du die her? Ja, aber es sieht auch so ein bisschen aus, als hätte er die ganze Zeit das Hosentürl offen. Ja, sagt man, wie sagt man in Deutschland?
Bei uns heißt das Hosendierl. Hörst du, dass das Hosendierl laufen? Vom Mittwoch habe ich die Mutter. Mittwochs. Bist du auch schon Stammkunde, oder nicht? Nein, mein Vater. Ja? Ja. Okay, dein Gürtel? Gürtel? Der ist von Kana, den hat mein Vater gegeben. 50 Euro oder so. Ah, Gürtel 50 Euro. Okay, was haben wir noch? T-Shirt? T-Shirt von Balenciaga. Zeig mal ein bisschen, Kamera. Balenciaga T-Shirt. Der kostet. Boah, egal. Ja, richtig nice Shirt, kann man auf alle Fälle tragen. Auch hier nochmal mein Shirt, wie ich es gerockt habe, auf meinem Instagram-Kanal unbedingt abchecken. Ja, okay, nice. Was haben wir noch? Uhr, Rolex. Rolli, 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 Rolli. Was geht ab? Rolex. GMT Master 2. Schaut so aus. Nein. Fuck. Hätte man natürlich erkennen können, Submariner ist bei uns immer wieder auch als Kellner-Rolex betitelt. Deswegen, weil das Einsteigermodell ist, die fängt bei 3000 Euro an und meistens die Kellner, die schon halbwegs was verdienen und ihren Gästen zeigen wollen, dass sie sich was leisten können, kaufen sich diese Uhr. Deswegen auch in Österreich immer wieder bekannt als die Kellner-Rolex. Submariner, was kostet sie? 8000 Euro. Okay, also ein sehr, sehr teures Modell. Wie gesagt, Freunde, die fängt bei 3000 an, aber da gibt es unterschiedlichste Stufen. Und um 8000 Euro würde ich mir schon eine GMT Master kaufen und keine Submariner mehr. Aber jeder, wie er möchte. Aber der hat ja von meinem Vater bekommen. Ja, klassisch. Ja, wie will er sich auch in diesem Alter so eine Uhr leisten? Geschenk oder nur so zu tragen? Wenn wir in die Stadt gehen oder so essen gehen. Achso, so ein bisschen auf Chillen. Okay, nice. Ah, dann darf er sich die mal ausborgen. So sieht's aus. Okay, Leute, Gesamtpreis blende ich jetzt hier mal ein. Ja, klar, die Uhr macht es natürlich oft aus. Bei solchen Outfits kann man natürlich nicht sagen. 10.200 Euro, teures Outfit, auf jeden Fall. Du hast ja viel von deinem Vater sein. Kann man auch lassen. All Black Everything kann man auf alle Fälle tragen. Darf ich fragen, so, was er beruflich macht? Er hat eine eigene Firma. Ja. Und er verkauft da Toner, also für Drucker und so. Drucker, mit denen kann man das meiste Geld machen, Freunde. Wisst ihr, wie teuer solche Druckerpatronen sind? Ich zahle da jedes Mal 30 Euro aufs Neue. Das ist krank. Ein Liter Tinte kostet, glaube ich, über 1000 Euro. Das ist absolut gestört. Also wenn ihr euer Outfit noch teurer haben wollt zum Flexen, bei wie viel ist dein Outfit wert, Videos, dann nehmt euch einfach mal so eine Trinkflasche Druckertinte mit und dann steigert sich das Ganze auf alle Fälle um einen Sprung. Ich grüße meinen Papa, okay, passt, bis zum nächsten Typ. Ui, wird das ein. Mirac.hmb5. Wie heißt du? Hamid. Nein. Was ist da original? Schaut euch mal diesen Pullover an. Abgesehen davon, dass es diesen Pullover überhaupt nicht gibt, aber nicht mal ansatzweise. Und wenn mir jetzt nochmal einer herkommt mit, das ist ein Customize-Pullover, wie willst du sowas customizen? Übrigens, wenn was fake ist und man daraus was anderes macht, ist es trotzdem fake. Supreme, alleine die Schrift hier, wie fett ist dieser Balken? Das Louis Vuitton-Zeichen, wie gestört die Kappe, die Tasche. Sehr markenlastig, ne? Ja. Trägst gerne Marken. Ja. Warum? Na klar, trägt gerne Marken, sieht man. Ist es gut aussehen oder weil du sagst, haben nicht so viele, will mich ein bisschen abheben? Ne, weil ich gut aussehe. Gut aussehen, ne? Ja, okay, nein, zeig mal deine Schuhe, Ringe. Was hast du für Schuhe? Yeezy. Zeig mal hier von der Seite nochmal. Yeezy Supreme Louis Vuitton. Yeezy Supreme Louis Vuitton. Yeezy Supreme Louis Vuitton. Ja. So eine Trilavo sozusagen. Nein, wo kriegt man sowas denn her? Keine Ahnung. Jetzt bin ich gespannt. Ich hab ein Geschenk von meinem Onkel bekommen. Aha. Was ist ungefähr wert, was schätzt du? Keine Ahnung. Also er tut schon so, er hat keine Ahnung, was das kosten soll. Er weiß, natürlich weiß er, dass sie fake sind, aber wieso? Ein bisschen hier mit so einem Off-White, ne? Ja. Also Off-White Supreme, Yeezy, Louis Vuitton Collab, oder? Ja. Einfach nein. Killer. Kann ich mich auch nicht mehr so anlassen. Ja, völlig zu Recht, da kann man auch nur lachen. Er muss ja selbst lachen, er weiß ja selbst, dass es lächerlich ist. Bitte, eine Vierer-Kombo.
Es ist einfach alles drin. Was will man da noch reinpacken? Anti-Social, Social Club. Man könnte irgendwo noch einen Print in die Lasche reinhauen. Oder Gucci irgendwo auf die Sohle schreiben. Oder Louis Vuitton ist ja eh schon drin. Okay, nice. Aber seht ihr auch, wie er zum Grinsen anfängt und dann so, weil er sich das Lachen nicht verkneifen kann. Also, was kostet ungefähr, sagen wir mal, 30? Ja, 12 also. Oder 1000 schon? Ja, 1000. Was heißt 1000 schon? Was heißt 1000 schon? Er sagt ihm sogar vor, was das kosten soll. 1000, über 1000. Über 1000, natürlich. Nicht 1000, über 1000 kostet dieser... Mann, es ist abnormal. Also ich habe mir echt gedacht, dass es nicht mehr schlimmer geht, aber das heute hat so ziemlich alles getoppt. Hose? Hose? Ich habe den 150 gekauft. 150 Euro. Also er hat den Hose um 150 gekauft. Was ist das? Was ist das für ein Hose? Nice. Gürtel, hast du Gürtel? Nee, hab ich nicht. Also wir haben die Marke vergessen. Wo hast du die Hose? Von HM. Also eine Hose von HM kaufe ich mir auch öfter, wenn dann basic, dann um 150 Euro bei HM. Das kennt ihr vielleicht noch nicht. Ja, 150 Euro, nice. Dein Oberteil. Auch Supreme und Louis Vuitton, ne? Ja. Kostet auch über 1000, ne? Über. Also, das ist einfach nur lächerlich, das weiß er selbst auch. Also, keine Ahnung, hat ihm Lion was gezahlt dafür, dass er sich vor die Kamera stellt? Das ist nicht mehr normal. Allein mit sowas rauszugehen, liebe Freunde. Hinter 1000 Euro, Schuhe und Pullover von 2000 Euro. Ja. Was ist das, ne? Bei Hamid läuft so richtig. Die hat hier Tasche? Gucci. Gucci. Ja. Woher? Gekauft von Berlin. Von Berlin aus Gucci so oder? Ja. Was hast du bezahlt? Okay, ja, jetzt bin ich gespannt. 300 Euro Gucci-Tasche im Angebot. In Berlin. Nein, nicht Berlin, Berlin. Gucci-Tasche made in Italy. Qualität ist da. Okay, was haben wir noch? Käppi, zeig mal deine Käppi, dreh mal um. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, wer von euch die Off-White-Kappen kennt, aber die sind nur auf einer Seite beprintet und schon lange nicht bis vorne zur Schirmkappe. Also einfach mal alles, was geht. Einfach mal einen Helm aus Off-White gebastelt hier. Off-White-Kappe, ja. Wo hast du die her? Ich hab von meinem Bruder. Von deinem Bruder? Ja. Was kostet die ungefähr? Ich weiß genau nicht, aber so 180 oder 180 Euro. Killer, Digga, hast du noch irgendwie was oder Kette? Nee. Heute nicht, ne? Nee. Okay, darf ich fragen? Heute ist er nicht so arg am Flexen, deswegen heute keine Kette, aber Outfit um 5000 Euro, was weiß ich. Du was? 15 Euro. Er ist 15 Euro alt. Ich glaube eher, dass das Gesamtoutfit einen Preis von 15 Euro ausmacht, aber okay. 15 Jahre alt, Leute, und Gesamtpreis bin ich jetzt hier einfach. 2630 Euro. Okay, ich habe für heute genug, liebe Freunde. Es reicht mir schon wieder. Ich weiß nicht, wie viele Gehirnzellen mir heute schon wieder geplatzt sind aufgrund dieser Reaction. Ich hoffe, mein Stuhl macht es halbwegs noch mit. Mein Kasten hat etwas abbekommen, habe ich mitgekriegt. Aber ja, genug mit diesem Format für heute. Das packe ich, glaube ich, nur einmal im Monat. Ansonsten muss ich mich leider einliefern lassen. Lieber Lion, Appell an mich, bitte solche Leute nicht mehr interviewen, weil das meine Community einfach nicht zulässt. Ihr kennt das, schreibt mir tausende Nachrichten und irgendwann kann ich einfach nicht, als euch das zu geben, was ihr natürlich wollt. Liebe Freunde, habt es verdient. Das war die Reaction. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich lege mich jetzt hin und schlafe bis morgen um 14 Uhr, damit ich mich wieder erhole. Das ist das Leben eines YouTubers. Mein Stuhl ist ziemlich sicher am Arsch, merke ich gerade. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wer sich jetzt beschwert, dass ich trotzdem auf Fakes reagiert habe, ja, rutscht mir den Buckel runter. Bis zum nächsten Video, Hater. Ihr schaut ja alle immer gerne mit.